Dingle, dingle, shipper, shipper. Dingle, dingle, shipper, shipper. Und so, die Bank gewinnt. Ein neues Spiel, ein neues Glück. Die Einsätze, bitte. Ich weiß nicht. Nur wer mitspielt, kann auch gewinnen. Die Kuh kann raus. Was ist mit euch hier? Also, ich setz mal auf die 4. Uno, 4, 7. Alles auf die 7. Das ist alles? Lieber die 17. Atze, lieber die 17. Was ist denn hier los? Kuhfladen-Roulette. Ist mal was anderes. Herr Bragelmann, aber auch mal eine Idee gehabt fürs Mitspielen? Ist ganz einfach. Du musst dein Geld einfach auf irgendein Feld setzen und wenn Elfriede dann genau dahin scheißt, dann kriegst du das. Was? Das Geld. Du kriegst das 20-fache von deinem Einsatz. Das kann man überhaupt gar nicht ausrechnen, was da alles zusammenkommt. Ja, bitte, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Kann man da auch jetzt spielen und später zahlen? Lieber doch die 6. Bruno, von 17 auf 6. Geht's jetzt mal los? Lieber die 2. Bruno, von 6 auf 2. So, jetzt geht's aber los hier. Und bitte, Elfriede. Ruhe jetzt. Ruhe. Ja, und wenn sie nicht kann, ich mein, die kann. Oh, das ist spannend. Weiter rüber! Rüber! Jetzt! Jetzt! Mach es jetzt! Glücksspiel. Das reinste Glücksspiel. Interessant. Oh, nee. Da. Sie scheißt auf die 6! Die 6 hat gewonnen. Und die habe ich noch gehabt. Du hast doch fast jede Zahl mal gehabt. Ich spiele nicht mehr mit. Mir reicht's auch. Ja, was ist jetzt mit dem schönen Geld? Die Bank gewinnt. Verstehe. So, und möchte gar keiner mehr reich werden. Wer mitspielt, kann gewinnen. Vielleicht. Wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Als nächstes kommt Majestät. Alles auf die Elf. Auf die Elf. Auf die Elf. Auf die Elf. Also, ich glaube, ich setz auch mal auf die Elf. Ja, dann. Majestät. Das weiß doch jeder! 20-facher Einsatz, lass mich mal rechnen, Arce. Das hat ja überhaupt nicht gegildet, war nur ein Probespiel. Du zu Arce! Was ein Köln? Wollen wir wetten? Oh, hör auf. Zum Glück kam ja Schönbühl und hat gesagt, das verbotene ist Glücksspiel und die können mich alle anzeigen. Aber Geld verlangen kann keiner. Guter Mann, unser Bürgermeister. Immer. Wo warst du eigentlich in der Not? Ich hab den Köhm kalt gestellt.
Ach, ich bin so enttäuscht gerade, Mann. Ich wollte das ganz groß aufziehen, weißt du. Erst wollte ich hier allen das Geld aus der Tasche ziehen und dann den Leuten aus der Stadt. Ich kenne da nämlich einen, der spielt sehr gerne. Hätte ich eingeladen und dann... Tolle Idee, AJ. Im Prinzip. Blöde Kuh. Du kannst doch dein Schicksal auch nicht in den Misthaufen vor so einem Wiedergäuer legen. Ja, wieso? Was denn sonst? Du musst das Spiel beherrschen. Haha, Kuhfladenroulette. Hier gibt es ja noch andere Spiele. Es geht doch ums Geld. Arce, Geld ist immer dabei. Heute dreht sich das alles nur noch ums Geld. Gute Laune, Liebe, telefonieren. Du musst für alles bezahlen. Stimmt auch schon wieder. Ich hab das Zocken in den Augen von den Spielern gesehen. Zocken? Der Traum vom schnellen Geld. Meinst du? Da ist noch was zu holen. Frag mal. Indy arbeitet da schon wieder. Du musst das Spiel beherrschen, wenn du gewinnen willst. Ich war ja früher gut in Domino. Ja, aber das war doch meine Idee. Wenn man überlegt sich, wie man die Landwirtschaft aus der Krise führt, und dazu braucht man eine Idee. Und dann hat man eine Idee und dann machst du das. Arce, du bist ein guter zweiter Mann. Du bist ein guter, sogar ein sehr guter dritter Mann. Aber? Ich spiele. Ich gewinne. Ich rette die Landwirtschaft. Und geh. Kann ich. Und geh. Gewonnen! Gewonnen! Hier, dein Gewinn! Gewonnen! Es reicht, Arce. So, wer will denn noch mal ein kleines Spielchen wagen? Domino, das habe ich ja lange nicht mehr gespielt. Ja, dann mal los, Bürgermeister, nicht? Wie wär's mit dem kleinen Einsatz? Leicht verdientes Geld. Mit Geld? Domino. 10 Euro? Sagen wir 20. Danke. Ja, dann können wir wohl einpacken. Nein, das reicht mir noch lange nicht. Kuno, wie wär's mit dem kleinen Spielchen? Aber nur Mensch, ärger dich nicht. 5 Euro? Ich gewinne. Arce, wenn du heute Geld verdienen willst, dann kannst du gar nicht tief genug sinken. Ich nehme den Grünen. Yes. 6, ich fange an. Ja! Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. Wie in Las Vegas hier. Oh. Hubert Starkenbusch, mit dem war ich ja auf dem Zweibettzimmer im Krankenhaus in Klingensiel. Der spielt auch sehr gerne. Ich spiele ja nicht so gern. Blackjack hat er gespielt, hat er gesagt. Das kann ich auch nicht. Hier in Hamburg, jeden Tag. Furchtbares Leben in Hamburg. Glücksspiel. Was ist eigentlich Glück? Was soll ich eigentlich noch alles wissen? Ich glaube, wenn man lange kein Pech hatte, dann hat man echt Glück gehabt. Lass gut sein, Arce. Hubert Starkenbusch, den wollte ich immer mal einladen zum Kuhfladenroulette. Hör auf. Hätte bestimmt viel Geld mitgebracht und gesetzt, verloren. Schluss jetzt. Dann hätte ich jetzt eine eigene Mofa.
Ich habe 45 Euro verloren, das war meine Altersvorsorge. Kann ich ja nichts für. Du hast mich doch erst auf die Idee gebracht. Du hast es dann nachgemacht. Ja, weil du mich draufgebracht hast. Ja, kannst mal sehen, wie das ist. Was? Wenn einer einen was auf was bringt. Das weiß ich schon lange. Ja, doch dich. Ich rede überhaupt gar kein Wort mehr mit dir. Du bist für mich erledigt. Erledigt. Junge, was bin ich wütend. Aber du warst schon erledigt. Blöder Hund. Auf Atsche seine Liege, da liegt ne flotte Ziege. Sein hübsches, zartes Lamm, das nennt er nur Madame. Und auch das junge Huhn hat bei ihm viel zu tun. Die Einsamkeit ist groß bei Atsche auf seinem Hof. Lalalalala. Mal gucken, ne? Oh, so, kommen Sie, Sie kommen. Ja, und jetzt such den Apfel. Ach, Gerlinde, du bist die Beste. Moin. Moin, moin. Herr Brackelmann, was gibt's denn so Wichtiges? Ich hoffe, du hast mich nicht herbestellt, um eine Partie Domino zu spielen. Ich habe eine Idee, Bürgermeister. Oh Gott. Wir veranstalten großes Dorffest. Warum das denn? Bei mir auf dem Hof. Bürgermeister, du gibst die Genehmigung und Scholli, du machst die Bewertung. Fertig. Und was sollen die Leute da machen? Deinen Hühnern beim Eierlegen zusehen? Ich habe ein ganz tolles Spiel erfunden. Aha, da kommen wir der Sache schon näher. Lass mich mal raten. Kuhfladenroulette? Ziegenlotto. Mann, oh Mann. Ich habe 10 Boxen hab ich in die Scheune gebaut, ne? 5 auf jede Seite. Und wenn Gerlinde, also wenn die Ziege reinkommt und dann geht sie in irgendeine Box, die hat dann gewonnen. Nee. Das ist ein verbotenes Glücksspiel. Wieso? Das habe ich doch gerade erst erfunden. Das kann doch noch gar nicht verboten sein. Bürgermeister, da kommt mal eine Idee aus der Landwirtschaft. Gesetz ist Gesetz. 10% für die Gemeinde, Kessi. 20. Nee. Na dann nicht. Nee, ich sehe das nicht ein. Das ist meine Idee. Ich habe auch eine Idee. Gedeckt? Glücksspiel, Hölle, Böckenwader. Mensch, Brackelmann, gib's auf. Mit den Leuten hier ist doch kein Geld zu verdienen. Wenn du sowas groß aufziehen willst, dann brauchst du Leute aus der Stadt, richtige Spieler. Aber wie willst du an die rankommen? Hier kennt doch keiner solche Leute. Ja, außer einer kennt einen aus dem Krankenhaus, ne? Schordi, wenn du den Herrn Brackelmann siehst, sag ihm doch bitte, die Mofa steht hinter dem Haus. Sag ich ihm. Na, Beziehungskrise? Da müsst ihr wohl mal ein Beziehungsgespräch führen. Atsche.
Archie! Oh Mann! %. Hallo Hubert, hier ist Archer aus dem Krankenhaus. Nee, da bin ich nicht mehr, bin entlassen. Was? Ich kann nicht so schlecht verstehen, das rauscht hier so. Nee, im Telefon. Er soll zurückrufen, sonst funktioniert das nicht. Warte mal, Hubert. Wie ist denn die Nummer? Hubert, 046472 ist die Vorwahl und dann 37. Ruf mal an, wir wollen nämlich was spielen, geht um Geld. Tschüss. Und das ist ein Spieler? Wir waren auf dem Zweibettzimmer im Krankenhaus in Klingsiel. Er hatte einen Unfall gehabt und ich war da wegen meinem Kopf. Habe ich mir gedacht. Ich wollte ihn immer mal anrufen. Das ist so bummelig 2 Jahre her. Das ist ein feiner Kerl. Ruf bestimmt zurück. Wenn das ein Spieler ist. Brackelmann? Warte! Rechte Seite, 3. Box. Warte! Linke Seite, 1. Box. Feiner Kerl, der Hubert Starkenbusch. Er bringt alle seine Freunde mit. Alle Spieler. Ja. Die kommen aus Hamburg extra hierher. Mit ganz viel Geld. Und wir bescheißen sie mit Gelinde. Archie, das sind alle Spieler. Die wollen nicht reich werden. Die wollen nur glauben, dass sie reich werden. Und wir lassen ihn diesen Glauben durch unser wunderschönes neues Spiel. Und damit werde ich reich, ne? Wir. Ehrliches Glücksspiel ist das ja nicht, Bragemann. Jetzt ist zu spät, um darüber zu sinnieren. Wie sieht der denn aus? Habe ihn ja immer nur im Nachthemd gesehen. Moin Hubert, willkommen in Büttenwader. Was ist das denn für eine Bruchbude? Sag mal, willst du mich verarschen oder was wird hier gespielt? Ziegenlotto. Ich mach die Bank, Kurt Bragelmann. Für wie viel bist du gut? Für alle. Sind das deine Freunde? Vicky, David, den Goliath. Hallo David, den Goliath. Was ist denn nun? Ich bleib hier. Du kommst mit. Komm mal rein, die gute Stube. So, Archie, dann lass Gelinde wieder laufen. Und los! Nach rechts! Nach rechts, kommst du nach rechts! Das für ein Misty. Bitte bleib rechts, bitte bleib einmal rechts. Scheiße doch mal! Immer läuft das dumme Vieh in der ungesetzten Box zum 3. Mal geschossen. Zum 3. Mal, der Schaf ist auf 5L gewinnt. Alter. 5L hat keiner gesetzt, dann gewinnt die Bank. Dankeschön, ihr habt bitte wieder ihre Einsätze. Vielen Dank, vielen Dank. Welch neues Spiel durch Glück. Ja, so, das ist fein. Ja. Ja. Ich war doch nicht aus dem Land, um mein Geld in den Acker zu kacken hier. Das letzte Mal, Schatz. Du hörst ja völlig recht. So, dann können wir wieder. Archie, lass Gerlinde los. So, Mädel, jetzt aber. Ja. Mädel, bleib rechts. Bitte bleib einmal rechts. Ja, 4 rechts. Gewinnt. Scheiße doch mal. Ja, keiner gesetzt. Boah, das gibt Mecker. Ja, 4 rechts gewinnt. Das ist gut, das ist schön so. Ihre Einsätze bitte wieder. Jawohl, neues Glück.
stramm. Mach das Mädel locker. Gerlinde, lass die Hüften schwingen. Ja, Gerlinde ist müde, braucht eine Pause. Bierchen vielleicht? Bierchen, Jungs? Bierchen, Schatz, ja? Na, das wird doch. Na, das wird doch. Ich krieg den Apfel nicht raus. R4. Was? Sag mal, du bist doch wohl zu blöd, um Brot zu holen, oder? Der Apfel ist eingeklemmt auf R4. Oh nein. Ja. Ja. Alles auf die 4, Schatz. Ich hab uns schon mal Glück gebracht. Oh. David, alles auf 4. Jo. So. Ja, dann. Na, bring die Antilope mal an den Start, Atze. Das macht doch richtig Spaß hier. Ja. Los, geschweide! Ja! Ja! Ja, danke! Ja. 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 Bullen! Du musst die Bullen rufen. Der Einsatz bleibt stehen und 500. Nein, das Tier ist auch. Jetzt wirst du festgenommen. Peter? Was ist los? Moni? Alarm! Gratuliere, Sie haben die Bank gesprengt. Du hast uns beschissen. Ich will meinen Gewinn. Also ich mache folgendes Angebot. Ich fahre in die ganze Anlage mit den Boxen und mit dem Heu fahre ich mit dem Träger nach Hamburg. Und Gerlinde und Ebbe kriegen sie satt von mir und das Ganze kostet 2.000. 2.000? Pro Monat. 1.000! Herrschaften, das geht hier gleich unheimlich los. Die Bullen. Das schöne Geschäft. Du hast gesagt, ich soll die Bullen holen. Die wollten gerade mal Ziegenloromiden. Ja, aber ich weiß nicht, Bragelmann, die sind ja nur auch alle im Knast. Trotzdem. Und die wurden ja auch gesucht. Trotzdem. Was hast du? Frau auf Fahrrad. Mann auf Fahrrad. 1 Euro. Moin, moin. Moin. Nullrunde. Was ist das heute wieder für ein Tag? Ich sag dir das. Mit der Landwirtschaft wird das noch mal kein gutes Ende nehmen. Wenn überhaupt.